Du fängst an zu mutieren, auf einmal wächst dir feines Haar an, ungeahnt sind Körperstellen, wo zuvor. Liebes Tourtagebuch. Auf einer Tour ist man echt viel auf Tour. Leicht ein Teenager zu sein. Deine Eltern, die du früher mochtest, findest du plötzlich alt und hohl. Du fängst mit dem Rauchen an, mit Kiffen und mit Alkohol. Es schmeckt zum Kotzen, trotzdem zwängst du's dir rein. Ja, aber das wäre eine Alternative. Kompromissbereit, dann doch vor diesem Block zu ziehen, dann hätten wir halt nur noch einen. Aber ich finde die Idee, dass wir noch zwei haben, eigentlich auch gar nicht schlecht. Nach den ersten Kilometern auf der Straße treffen wir in Lappersdorf mit Bodo wieder zusammen, der vom Antigone-Auftritt aus der Schweiz kommt. Vor Ort gibt es eine Bandbesprechung für den Abend. Derweil muss unser Tourmanager Flo ein paar Brettchen sägen, die im falschen Auto auf dem Rückweg ins Lager gelandet sind. Es ist voll teuer, ein Teenager zu sein. Von all den Alten nimmt dich. In dem sehr schönen Veranstaltungsort machen wir es uns für den Soundcheck gemütlich. War da eigentlich ein Break bei sonst? Was haben wir alle? Doch, denn das ist, oder? Machen oder nicht machen? Ja. Sonst ist das nicht alle. Doch, denn das ist das Einzige, was immer noch stimmt. Was immer noch stimmt. Die erzählen dir dafür Tag aus Tag ein, wie schön es war, ein Teenager zu sein. Ja, nee, ist klar, es war wohl schön, ein Teenager zu sein. Haben die eine Ahnung, was es heißt, ein Teenager zu sein? Es ist echt kein großes Vergnügen, ein Teenager zu sein. Oh nein, oh nein. Aber nun, zurück aus Sindelfingen hinter dieser Zeltplane. Für Sie schon wieder hier, Bodo Wartke! Die mit Sven in Hamburg besprochenen Änderungen werden im Soundcheck ausprobiert. Manche Ideen werden auch wieder verworfen, weil ihre Wirkung nicht wie gewünscht ist. Zum Beispiel bei Nicht immer. Wenn hier alle Bandmitglieder ein Solo spielen, dann verliert Frankies Solo an Aussagekraft. Während Andrea gibt es mal wieder einen Namen, für den Bodo nach längerem mal wieder keine Strophe hat. Luitgard. Luitgard habe ich ja nicht. Also ich schreibe eine Strophe, ja, wenn die fertig ist, sage ich Bescheid. So, gut, dann fragen wir so, wir hatten einen etwas gebräuchlicheren Namen, der möchte gerne besungen werden heute Abend. Vielleicht die Dame hier im Blumenkleid. Simone. Ja, gut, das geht. Aus dem Zuschauerraum wird an einer Stelle laut nach Ja-Schatz gerufen. Bodo verspricht es als Zugabe. Da die Band den Song noch nie mit Bodo gespielt hat, ist es eine erste Probe unter Live-Bedingungen. So, gut. So, ja, Schatz. Das Lied ist in D-Moll. Wobei, es wäre eigentlich spannender, wenn ich es nicht gesagt hätte. Ja. Okay, Achtung. Quintfallsequenz beginnt auf D-Moll 7. Ich stell mir gerade vor. Wunderbar. Ich schneide die Hand oben ab. Ach was. Papalapap. Ich schneide beide ab. Ja. Ja. Ja.
Herr Wartke, wie war das Spielen? Ja, ach, also wir mussten uns im ersten Teil schon erstmal ein bisschen warm spielen, aber ich denke, im zweiten Teil konnten wir überzeugen und in der Nachspielzeit dann auch noch 3 Treffer landen. Also ich denke, alles in allem ganz gut gelaufen. Ja, super. Nächstes Mal wieder so? Ja, sicher. Ja, danke, danke, danke. So, jetzt mal ganz kurz, Herr Memmler. Ja? Bei Ihnen, wie war's? Ja, also ich meine, es lief nicht alles glatt heute, ne? Aber man fragt sich immer, woran hat die gelegen, ne? Also woran hat sie gelegen? Ich weiß nicht, also Bodo kam gut über den Flügel, so in der zweiten Hälfte, aber sonst, ich weiß nicht, woran hat die gelegen? Fragt sich immer, woran hat die gelegen. Ne? Ja, woran hat es gelegen? Ja, sonst war es eigentlich ganz gut, aber woran hat die gelegen, dann fragt man sich immer. Ja, ja. Danke, danke. Danke. Von Ihrer Seite? Ja, also man kann nur sagen, in der ersten Hälfte haben wir schwach angefangen, in der zweiten Hälfte haben wir stark nachgelassen. Ja, als Bodo dann Andrea ansagte, standen die Spieler alle im Abseits. Also wir müssen noch dran arbeiten. Ne? Aber es wird alles besser. Wir schaffen das. Ja. Ne? Viel Glück, viel Glück. Danke, es wird danke, was. Danke. Ja. Frankie Fass. Ja. Wie war's? Wie war's? Also, ich bin ja ein verletzungsanfälliger Typ, wie man hier sieht. Und, ja. Aber das Physio-Team hat mich fit gespritzt und dann mit der Viererkette hat es dann irgendwie doch noch funktioniert. Also wir haben das Ding über die Runden gebracht und also ich selbst so hat geklappt. Und am Ende sprang der Sieg für uns heraus, wie man ja gesehen hat. Ja, super. Ist schlimmer jetzt? Nee, ist gut. Ist gut. Okay. Ist gut. Ja. Wunderbar. Weiter so. Danke. 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 Ja, und damit zurück ins Studio. Liebes Tourtagebuch, das war's aus Lappersdorf. Wir sind inzwischen schon wieder in Berlin und weiter geht's in Potsdam. Aus dem Gang vom Hotel will ich Schritte, das schaffe ich auch nicht zusammen. Oh, scheine bitte. Er sieht mich an, ich bin fast am Flemmen, er fragt mich, Mann, was hast du denn? Nicht, sag ich, das ist nur mein dummer, permanenter Liebeskummer. Er sagt, muss an was anderes denken und versucht mich abzulenken. Er fragt, hab ich das Spiel gesehen, hab im Fernsehen gestern.